So, hallo, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit dem ersten Moto-Vlog mit der Triumph Street Triple. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal was Neues und erzähle euch ein bisschen was zum Bike. Da auch immer wieder Fragen kommen, privat oder in den Kommentaren. Servus, gehe ich ein bisschen auf die Zukaufteile auch einfach ein, die das Bike so hat. Also ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was über das Motorrad, suche mir dann einen Parkplatz, zeige ich das Bike, gehe auf die Teile ein, die so verbaut sind. Das ist die Triumph Street Triple, Baujahr 2009. Normale Version, nicht die R. Und habe sie jetzt seit circa 4,5 Jahre, so um den Dreh rum. Mit 28.000 Kilometern gekauft, mittlerweile bei 75.000 Kilometer, also bald die 80.000er Marke geknackt. Und muss sagen, bin einfach durch die Jahre weg echt zufrieden mit dem Bike. Auf jeden Fall war es anfangs für mich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich muss sagen, so wo ich sie auf Bildern gesehen habe, das erste Mal, hat mich jetzt nicht so ganz abgeholt. Ich wusste jetzt nicht, die runden Scheinwerfer so, gefällt mir das nicht. Aber als ich dann hingefahren bin, habe sie mir live angeguckt. Ich war einfach echt direkt verliebt. Bin dann Probe gefahren und das hat alle Bedenken auf jeden Fall beiseite geschoben. Das Handling ist einfach mega geil. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist, so einfach wie leicht und handlich dieses Motorrad ist. 167 Kilo trocken allerdings. Ich denke mit Sprit, Öl, Kühlflüssigkeit, was da auch alles noch drin ist, sind wir so bei 180, vielleicht 185 Kilo, was immer noch sehr leicht ist für eine Leistung von 106 PS, 70 Newtonmeter Drehmoment. Also sie schiebt echt gut weg, muss ich sagen. Und wer von einem kleineren Motorrad, von einer 500er oder was weiß ich, wenn ihr von einer 125er kommt, das sind auf jeden Fall Welten. Also jeder, der mal mit was Kleinerem angefangen hat und dann auf 100 PS umsteigt, der weiß sicher, wovon ich rede. Auf jeden Fall kam ich dann, wie gesagt, zur Probefahrt. Und als erstes ist mir aufgefallen, dieses Pfeifen vom Motor, ne, das für Triumph bzw. Dreizylinder so charakteristisch ist, war am Anfang auch ein bisschen seltsam für mich. Mittlerweile liebe ich es, also möchte ich nicht mehr drauf verzichten. Macht für mich auch echt den Charakter von dem Motorrad ein Stück weit aus. Wenn man irgendwo auf der Straße läuft und das Pfeifen hört, dann weißt du einfach ganz genau, das ist eine Street Triple. Zusätzlich hat man jetzt vielleicht gehört, kommt ein richtig geiles Ansauggeräusch aus der Airbox, die hier drunter sitzt. Du kriegst den Sound von der Airbox einfach straight in die Fresse, Alter. Es ballert einfach, sie schreit einfach, ein tiefes Grölen. Richtig, richtig nicer Sound. Und zudem noch das, was hinten aus den zwei Endschalldämpfern rauskommt. Das ist einfach richtig, richtig geil. Ein kleines Wheelie machen. Oh yeah! Fucking shit! Oh man! Also wie man sieht, man kann richtig Spaß mit dem Motorrad haben. Ich bin seit 5 Jahren echt voll zufrieden. Wo sie ein bisschen mehr Bums für mich haben könnt, ist untenrum. So, wenn man jetzt aus der Kurve kommt zum Beispiel, gut, ich bin jetzt im dritten. Ja, geht schon. Ne? Aber ich glaube, das haben sie bei den neuen Modellen ab 2017, haben wir ja jetzt 100 Kubik mehr und auch nochmal ein paar PS mehr. Ich glaube, da ist dieses untenrum nochmal ein bisschen mehr Druck auf jeden Fall gelöst worden. Es ist so völlig ausreichend, aber nach einer Zeit, du gewöhnst dich einfach an die Leistung, dann denkst du, ja okay, da könnte schon mal ein bisschen mehr kommen. Oben raus ab 12.000, da hat sie mal nicht ihre Spitzenleistung, merkst auf jeden Fall nochmal einen deutlichen Anzug mehr. Ansonsten ist die Leistung relativ linear, also die schiebt eigentlich in jedem Drehzahlbereich gleich gut weg. Servus.
Und ich würde auch sagen, für die Straße, für die Landstraße, dafür wurde sie gebaut, denke ich, dafür ist sie perfekt. Man kann damit auch auf die Rennstrecke gehen. Gibt auch so einen Triumph Cup, da hätte ich tatsächlich auch mal richtig Bock drauf, wo sie nur mit der Street Triple rumballern. Würde ich tatsächlich auch mal echt gern machen, würde mich mal interessieren. Topspeed von dem Motorrad liegt irgendwo bei, was hatte ich mal, 240, sowas hatte ich mal auf dem Tacho, na, minus die Toleranz, sind wir vielleicht bei 220 oder sowas um den Dreh. Aber du merkst schon, das Motorrad ist nicht für Topspeed entwickelt und gebaut worden. Da ist, glaube ich, die Daytona eher auch die, wo man für die Rennstrecke verwenden würde oder eher geeigneter wäre. Die haben ja damals auch den Motor von der Daytona einfach genommen und die Spitzenleistung ein bisschen reduziert und dafür den Drehmomentverlauf einfach verbessert, dass es einfach landstraßentauglicher ist. Ne? Du willst ja auf der Landstraße eher unten raus, in den Mitten, aus den Kurven raus den Druck haben, ne? Und nicht immer ewig hoch drehen müssen, bis dann mal Leistung kommt. Ist auf jeden Fall sehr gelungenes Konzept. Ich muss sagen, dieser Dreizylinder hat mich bis jetzt sehr begeistert. Tut es immer noch. Vom Sound top, von der Leistung top. Also da gibt es echt nichts zu meckern. Und ja, die Bremsen finde ich relativ gut. Ich muss sagen, gut, wenn man von der GS500 kommt, die 30 Jahre alt ist, klar, ist das eine deutliche Verbesserung. Die beißen schon relativ gut zu. Der einzige Nachteil ist leider, dass dieses Motorrad keine ABS hat. Das ist so ein bisschen was, das ich mir auf jeden Fall noch gewünscht hätte. Na, klar, die neueren Baujahre ab 2013, meine ich, wo sie dann die eckigen Scheinwerfer gekriegt hat und dann haben sie da auch ABS spendiert. Ja, hat die jetzt leider nicht. Und obwohl ich eigentlich kein großer Freund von elektronischen Helfern bin, muss ich sagen, ABS hätte ich schon gern drin, weil es gab schon einige Situationen, wo ich es hätte gebrauchen können. Jetzt nicht unbedingt mit dem Bike, aber mit der GS damals auch. Hätte vielleicht mal einen Unfall verhindern können. Aber naja, so ist es halt. Wenn ihr ABS wollt, einfach die neuere kaufen. Ich würde jetzt mir einfach mal einen Parkplatz suchen und dann gehe ich auf den ganzen Rest, auf die Zukaufteile, mal genauer ein. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben am Motorrad an. Das ist sicherlich ein Teil, wo ich die meistgestelltesten Fragen dazu bekomme, ist diese Flyscreen-Scheibe. Und zwar ist die Original Triumph. War bei mir glücklicherweise dran, weil es ist wirklich schwierig. Ich hab auch schon versucht, sie im Internet zu finden. Es ist sehr, sehr schwer. Und ich weiß nicht, ob man sie überhaupt noch irgendwie kriegt, wenn dann vielleicht gebraucht. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dieses Teil zu besorgen. Es gibt Alternativen von der Marke Puig. Kann ich vielleicht auch mal in die Beschreibung packen. Die sehen allerdings ein bisschen anders aus. Also mir gefällt die optisch auf jeden Fall besser. Ist wahrscheinlich halt auch wieder eine Geschmackssache, ne? Als nächstes würde ich sagen, kommen wir zu den Spiegeln. Auch Original-Triumph-Teil. Nachteil, keine E-Nummer. Vorteil, sie sehen einfach richtig gut aus. Also mir gefallen sie total gut optisch. Liegt vielleicht auch wirklich daran, dass sie keine E-Nummer haben, weil sie dann einfach kleiner sind wie die legalen Spiegel. Ja, ich habe gesagt, ich lasse sie einfach so lang dran, bis ich mal irgendwo kontrolliert werde und es dann heißt, Junge, das gibt eine Anzeige. Dann ändere ich sie, aber fingers crossed, ich fahre schon 2 Jahre, glaube ich, jetzt mittlerweile mit denen und wurde bis jetzt noch nie kontrolliert. Das ist eigentlich auch das einzige Teil am Motorrad, wo nicht legal ist. Der Rest ist straßenkonform. Muss aber auch sagen, ich sehe tatsächlich echt richtig gut in den Spiegeln. Deutlich besser auf jeden Fall als in manchen Spiegeln mit E-Nummer, die dann aus Plastik sind und bei 80, 90 einfach so heftig vibrieren, dass du einfach gar nichts mehr siehst. V-Track Bremshebel, kurz schwarz, so soll es sein. Bin sehr zufrieden. Genauso wie mit dem Lenker, der ist der Rizoma MA001B. Für die genaue Beschreibung brauchen, kann ich vielleicht auch einfach mal noch unten verlinken. Ich denke, ich werde alle Teile, die ich einfach irgendwie googeln kann, unten nochmal in die Videobeschreibung packen, könnt ihr euch dann da nochmal anschauen. Bin den Originallenker nie gefahren, deswegen kann ich jetzt keinen Vergleich daraus ziehen. Ich denke, die sind relativ ähnlich.
Gefällt mir einfach optisch auch sehr gut. Farbe schwarz, ne? Passt einfach, sieht gut aus, fährt sich gut. Kommen wir unten zu den Sturzpads. Die sind von SW Motech, was man leider nicht mehr so gut erkennen kann, weil es mir da das Logo leider weggehauen hat, als es mich auf die Fresse gelegt hat. Oh, fuck, dude. Auf jeden Fall kann ich sagen, die machen einen guten Job. Man sieht ja, der Motor ist unbeschädigt. Der Tank hat leider damals ein bisschen was abgekriegt und der Fußraster war, meine ich, verbogen. Hinten Plastikteil gebrochen. Also es war auch ein relativ, ich war sehr langsam, war ein Rutscher bei glatter, kalter Straße. Glücklicherweise nichts groß passiert. Hier unten haben wir auch noch ein Sturzpad von Rizoma und von GB Racing, den Motorschutz. Also eins ist sicher, dem Motor passiert auf jeden Fall mal nichts bei einem Crash. Dann haben wir die Sitzbank. Ist auch von Triumph. Eine Komfortsitzbank. Hab sie mir damals gekauft, weil sie günstig im Forum eine drin war. Ich finde, sie sieht sehr ansprechend aus. Ne? Ist gut gemacht. Allerdings habe ich, nachdem ich sie 2 Tage hatte, auch gleich ein Loch reingerissen, weshalb da so ein scheiß Kleber drauf ist. Was jetzt nicht ganz so schön ist. Aber naja, sie ist auf jeden Fall bequem. So viel kann ich sagen. Bin mit dem Bike auch schon in Urlaub gefahren. Es ist kein Reisemotorrad, ganz klar. Aber für eine Woche oder 2 kann man es auf jeden Fall mal machen. Womit wir schon hinten jetzt beim Auspuff wären, das sind die Aero-Endschalldämpfer. Aeros und Leo Winch waren beide damals beim Kauf mit dabei, plus noch die originalen Endschalldämpfer, die ich allerdings noch nie drauf hatte. Jawohl, da oben fährt einfach auch eine Triple. Ja, geiles Motorrad. Der hat die Standardauspüffe drauf. Ich muss sagen, ich glaube, zwischen Standard und Aero, der Unterschied ist jetzt nicht riesig. Die sind auf jeden Fall optisch natürlich besser und ich meine, sie sind ein bisschen bassiger. Klingt auf jeden Fall sehr gut, der Auspuff, bin sehr zufrieden mit dem. Mach vielleicht mal ein Vergleichsvideo, wenn es euch interessiert, zu den Leo Winch. Dann hinten haben wir auch noch das kurze Heck. Ist von SBF, nennt sich Stingray. Ist leider echt scheiß Qualität, muss ich sagen. Also ich habe es hier schon mit Kabelbindern gefixt, weil hier oben, na, sieht man jetzt nicht so gut, ist drinnen eine sehr dünne Aluminiumplatte, wo das Ganze irgendwie dranhängt, die ist gebrochen. Hat mit dem Heck auch echt viel Ärger mit dem TÜV, weil dann in der Lampe drin irgendeine LED nicht ging und dann waren die Blinker zusammen und ja, das war ein bisschen ein Struggle. Was ist mit TÜV? TÜV ist mir scheißegal, das Motorrad fährt auch ohne TÜV. Überall? Immer. Ja. Dann brauchen wir keinen TÜV. Nein, TÜV ist nicht so wichtig. Ist auch eine Rennmaschine. Ich bin einfach nur froh, dass es jetzt hält und dass ich TÜV da mitgekriegt habe. Und das Kennzeichen sieht halt einfach nice aus, wenn es so zwischen den Endschalldämpfern hängt und nicht 5 Meter weiter hinten wie mit dem Standard-Kennzeichenhalter, was einfach gar nicht geht, finde ich. Die Blinker und die Rückleuchte waren bei dem Heck auch mit dabei. Deswegen sind es auch andere Blinker wie jetzt vorne. Vorne haben wir die Kellermann. Die hat der Vorbesitzer dran gemacht. Puh, ja, finde jetzt nichts Besonderes, aber sie blinken, ist okay. Oh, auf der Seite haben wir dann einfach auch nochmal das SW Motech Sturzpad, wie man sieht, den Motorschutz, GB Racing. Ansonsten gibt es auf der Seite nichts mehr Spannendes zu sehen. Vielleicht noch ein Riss in meinem Schutzblech hinten. Unten am Bugspoiler ist auch ein Riss drin. In meinem Tacho ist auch ein Riss drin. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, woher die ganzen Risse kommen. Die einzige logische Erklärung für mich wären jetzt Wheelies. Oh yeah! Wenn ich die Front irgendwie zu hart runterkommen lasse, kann das eventuell passieren. Ansonsten habe ich keinen Plan, wo das herkommt, ne? Ist sehr mysteriös. Naja, also mich stört's nicht. Ist auch, wie gesagt, schon echt relativ altes Motorrad, in Anführungszeichen. Bald 80.000 Kilometer drauf. Da darf auch mal was ein bisschen rissig sein und nicht so gut aussehen. Also mich stört's nicht. Was gibt's noch? Die Reifen. Fahre ich den Conti Road Attack 3. Die fahre ich schon seit, 3-4 Jahren bestimmt. Seit ich das erste Mal den Reifen draufgezogen habe, wollte ich keinen anderen mehr. Ich war damit so zufrieden. Die haben mich bis jetzt nie enttäuscht. Klar, einen Rutscher hatte ich, ne? Aber die Straße war arschglatt. Also ich glaube, da hätte jeder andere Reifen genauso versagt. Aber ansonsten
ist das eigentlich ein sehr guter Reifen. Gerade im Sommer, der macht so viel Spaß, der hat so viel Grip. Macht auch eine gute Laufleistung weg. Also ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Reifen. Den Bugspoiler hatte ich erwähnt, ne? Der war bei mir auch schon dran. Finde ich, sieht optisch ziemlich geil aus. Ergänzend wäre es noch schön, hinten irgendwie eine Sitzabdeckung. Gibt es ja für einen Sozius-Sitz hinten noch eine Abdeckung drauf. Dann hat sie so ein bisschen so einen Racing-Look. Also ich finde, das wird auch noch sehr gut aussehen. Habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft, mir die zu kaufen. Kommt eventuell noch. Was wir noch haben am Lenker ist 12-Volt-Anschluss. Kann man einen Zigarettenanzünder ganz normal reinmachen, wenn man rauchen will auf dem Motorrad. Also um dann USB einfach, Handy, Navi, was auch immer man sich an den Lenker hängen will, zu laden, ist das ziemlich praktisch, finde ich. Ansonsten solltet ihr gucken, wenn ihr euch Lenker ins Spiegel kauft, dass ihr euch eine Abdeckung auf die normalen Spiegelhalterungen macht. Ansonsten läuft da Wasser rein und dann rostet es, wie es bei mir leider schon langsam der Fall ist. Also ja, ansonsten war es das. Soweit zum Bike. Wenn ihr noch Fragen habt, haut es mir einfach in die Kommentare. Wenn ihr Bock auf mehr Labervideos habt, lasst mich wissen. Wenn nicht, lasst mich auch wissen. Und ja, in diesem Sinne, haut rein, macht's gut, ride safe und tschüss.